Wenn Sie krank und verzweifelt sind, würden Sie da nicht auch nach jedem Strohhalm greifen? Wir werden zeigen. Die Hoffnung auf ein Wunder kann furchtbar enden. Das ist Charlatanerie. Beziehungsweise, das ist lebensgefährlich. Wir wollen herausfinden, was passiert, wenn Sie in die Fänge eines falschen Heilers geraten. Ich habe mein ganzes Erspartes an diese Frau verloren. Einzelfälle oder eine Gefahr für jeden? Denn jeder vierte Deutsche glaubt an die übernatürlichen Kräfte von Wunderheilern. Wenn Sie sich den gesamten Markt der Esoterik anschauen, schätzen Experten, dass wir letztes Jahr einen Jahresumsatz in Deutschland von 20 Milliarden Euro hatten. Wie schützt man sich in diesem undurchschaubaren Markt? Kann jeder zum Opfer von Scharlatan und falschen Lebensberatern werden? Diese Frau ist unehrlich und sie ist vom Schicksal her nicht als dauerhafte und bleibende Lebenspartnerin für dich bestimmt. Das ist aber hart jetzt für mich, jetzt bin ich aber schwer geschockt. Mit versteckter Kamera versuchen wir Scharlatanen und falschen Heilern auf die Spur zu kommen. Mit welchen Methoden arbeiten sie? Ich mache einen Selbstversuch und begebe mich in die Hände einer Frau, die glaubt, jede Krankheit heilen zu können. Sie behauptet, sie habe Kontakt zur geistigen Welt. Was ich bei ihr erlebe, übertrifft all meine Vorstellungen. Oh Gott. Ich bitte Sie, die Behandlungsmethode für sich zu behalten. Das, was ich mit Ihnen gemacht habe, darf ich offiziell nicht. Diese Frau ist das Opfer eines Scharlatans. Es hätte jeden von uns treffen können. Regina Köhler ist ein typisches Beispiel für Menschen, die in verzweifelter Lage an einen alternativen Heiler geraten. Ihre Klinik überwies sie in dieses Haus in Berlin zu einem Psychotherapeuten. Das hätte sie fast das Leben gekostet. Ich habe gut 20 Jahre unter körperlichen Problemen gelitten. Kein Arzt hat was gefunden. Und heute weiß ich, dass ich körperlich krank war. Damals dachte ich habe mit der Schulmedizin eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen gehabt. Habe gedacht, okay, die Ärzte finden nichts. Und bin in der psychosomatischen Klinik gewesen, 9 Wochen. Und man hat mich an Herrn empfohlen. Eine Empfehlung mit dramatischen Folgen. Denn Regina Köhlers Arzt arbeitet mit überaus gefährlichen Medikamenten. Sie führen zum Tod von 2 Menschen. Einer davon stirbt in ihren Armen, während der Therapiesitzung. Berlin, September 2009. Ein Toter wird aus dem Haus getragen, ein weiterer liegt gerade im Sterben. Beide Patienten hatten sich dem Arzt Gary R. anvertraut, der eine besonders wirksame alternative Therapie versprochen hatte. Seelische Probleme will er mit Hilfe von Rauschmitteln behandeln. Doch am Ende der Therapie steht der Tod von 2 Menschen. Das Haus des alternativen Mediziners. Die gutbürgerliche Umgebung wirkt vertrauenserweckend. An die Katastrophe erinnern nur noch die Spuren des ehemaligen Praxisschildes. Ja, also da kam ein Tablett rein mit Gläsern. Und in den Gläsern war ein Pulver und hat dann das aufgefüllt mit Wasser. Und hat wieder gefragt, wer möchte. Und soweit ich mich entsinne, waren 6 Leute, die das genommen haben. 10 Minuten danach war es wie im Irrenhaus. Anders kann ich nicht sagen. Die Leute sind völlig ausgeflippt. Also die haben angefangen zu zittern, wirklich so, ja, geschüttelt. Und haben gestöhnt laut, manche haben geschrien, haben unglaublich geschwitzt. Also waren innerhalb von Sekunden so, wie als hätten sie im Wasser gelegen, ja, wurden kreidebleich. Ja. Und er hat immer gesagt, helft ihnen nicht, lasst es durch, lasst es durch. Da saß auf seinem Sessel, lasst es durch. Wann war klar, dass den beiden also Schwereres zugefügt worden war? Es war klar, irgendwas stimmt nicht. Einer hat erbrochen, andere hat die Schüssel umgeworfen, Erbrochenes flog durch den Raum. Also das war total chaotisch. Wie ist es dann weiter abgelaufen? Dann ist Herr hin und hat ihn umgedreht und er war schwarz im Gesicht, der Joachim. Also richtig, ich erinnere mich, er war wirklich ganz dunkelblau, fast schwarz. Und da war eigentlich klar, das ist schlimm. 2 Menschen sterben, weil ein Arzt eine alternative Therapie praktiziert und Drogen als angebliche Heilmittel einsetzt. Nur weil Regina Köhler aus Angst die Einnahme der Substanzen verweigert, lebt sie noch. Der Arzt Gary R. wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und der Verabreichung von Betäubungsmitteln mit Todesfolgen zu 4 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt.
Ein Arzt verabreichte seinen Patienten verbotene Substanzen wie Ecstasy oder LSD, obwohl dadurch Halluzinationen bis hin zu langanhaltenden Psychosen entstehen können. Gary R. versprach seinen Patienten, dass diese Substanzen ihre Seele öffnen und verborgene Ängste und Krankheiten heilen würden. Immer mehr hilfesuchende Menschen kamen zu ihm, auch viele Mediziner. Um zu erfahren, ob es sich hier nur um einen Einzeltäter handelt, erkundigen wir uns bei der für den Fall zuständigen Staatsanwaltschaft. Steckt ein System dahinter? Gibt es noch andere Ärzte, die mit Rauschgiften therapieren? Der Verurteilte hat ja eine entsprechende Ausbildung in der Schweiz absolviert. Das ist zwar ein nicht zugelassen, nicht anerkanntes medizinisches Verfahren, aber wir müssen davon ausgehen, dass solche Abläufe verbreiteter sind, als man vielleicht annimmt. Durch unsere Recherchen finden wir eine Frau, die genau wie der Berliner Arzt Gary R. in der Schweiz bei einem dubiosen Heiler ausgebildet wurde. Bisher wollte kein Insider öffentlich darüber reden, was bei dieser angeblich alternativen Therapie wirklich passiert. Doch dann ist eine Frau nach vielen Vorgesprächen bereit, exklusiv zu berichten, wie die sogenannte psycholytische Therapie funktioniert. 8 Jahre lang ließ sich Sabine Bundschuh bei dem bekannten Therapeuten Samuel Widmer ausbilden. Sie besuchte bei ihm gemeinsam mit Ärzten, Heilpraktikern und Patienten therapeutische Gruppenveranstaltungen und setzte dabei ihre Gesundheit aufs Spiel. Sie hatten einen Schlaganfall? Ich hatte ein reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom. Das sind Krämpfe im Gefäß, im Kopf. Und das hat ausgelöst einen Schlaganfall und 2 große Blutungen im Hirn. Glauben Sie, dass es da einen Zusammenhang gibt mit dem Vorleben, mit dem Drogenvorleben bei Herrn Widmer? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt, weil das eine, ja, eine Haltung zu Drogen irgendwann gibt, wo man vergisst, dass es sich um lebensgefährliche Substanzen handelt. Was haben Sie in der Zeit alles genommen? Also dort bei Widmer ist hauptsächlich die psycholytische Therapie sozusagen mit MDMA. Das ist die reine Form von Ecstasy. Und LSD. Haben Sie eine Erklärung heute dafür, warum Sie damals überhaupt keinen Zweifel hatten? Meine Tochter war ganz klein. Und ich habe mich von meinem damaligen Mann getrennt, vom Vater der Tochter. Und dann wurde mir das eben empfohlen als sozusagen ein bisschen andere therapeutische, gruppentherapeutische Maßnahme. Sabine Bundschuh berichtet uns, dass sie den Berliner Arzt Gary R. sehr gut kenne. Auch er sei damals bei Samuel Widmer ausgebildet worden. Alles, was zum Unglück führte, habe seinen Ursprung bei dem Erfinder dieser gefährlichen alternativen Therapie in der Schweiz. Der war keineswegs jemand, den er nur am Rande kannte und der irgendwann mal einen Workshop besucht hat, sondern der war mit mir in der laufenden Meisterklasse Co-Therapeut. Also bei mir, als ich die Meisterklasse gemacht habe, war er Co-Therapeut. Was war er für ein Typ, der Doktor? Er hat sich der Psycholyse so sehr verschrieben und so sehr daran geglaubt, dass er zum Beispiel einfach Arzt für Psycholysetherapie auf sein Arztschild in Berlin geschrieben hat. Die Todesfälle von Berlin, so versichert uns die Insiderin Sabine Bundschuh, haben an den Praktiken von Samuel Widmer bis heute nichts geändert. Noch immer würden verbotene Drogen als therapeutische Substanzen in seinen Seminaren verteilt. Wir wollen herausfinden, ob dieser schwere Vorwurf stimmt. Die Antwort liegt zwischen Bern und Zürich, im kleinen Dorf Lüsslingen. Hier praktiziert Samuel Widmer. Ein Reporter unseres Teams macht sich unter falschem Namen auf den Weg, um mit versteckter Kamera die Wahrheit herauszufinden. Er hat sich für ein Tagesseminar angemeldet. Eine enge Vertraute von Samuel Widmer führt das Vorgespräch mit unserem Undercover-Reporter. Über seinen Gesundheitszustand will sie kaum etwas wissen. Stattdessen kündigt sie eine Straftat an und will sie vertuschen. Also diese Substanzen sind nicht legal. Also Ecstasy ist nicht legal. Wenn jemand Angst haben muss, dann wir. Wir kommen ins Gefängnis oder wir haben eine große Strafe im Hals, wenn herauskommt, dass wir das machen. Wir wollen natürlich uns auch schützen und da brauchen wir auch dich dazu. Also wenn du uns mal anrufen solltest oder wenn du uns schreibst,
Du solltest nicht schreiben, als ich da im letzten Seminar Ecstasy genommen habe, ja? Unser verdeckter Reporter bekommt einen Vertrag vorgelegt. Darin verpflichtet er sich auch, so wörtlich, während der Veranstaltung nicht zu sterben. Eine Kopie oder Abschrift des Vertrages erhält er nicht. Am nächsten Morgen. Unser Reporter nimmt undercover an einer Therapiesitzung teil. Um ihn herum etwa 20 Teilnehmer. Rund die Hälfte davon Deutsche. Eine Mutter hat sogar ihre Tochter mitgebracht. Samuel Wittmers Ehefrau Danielle leitet das Seminar. Wir haben gedacht, wir könnten mal Mescalin und MDMA zusammen machen. Gibt's ja fast nicht mehr. Mescalin ist nicht mehr erhältlich. Wir haben da unsere geheimen Schatzkisten, wo wir es ausgegraben haben. Dann verteilt ein Assistent kleine Pillen. Es dauert nicht lang und alle sind hier für die nächsten Stunden auf einem Drogentrip. Unser Reporter tut nur so, als ob er die Substanzen eingenommen hat. Es gelingt ihm, die Tabletten in einem Taschentuch zu verstecken. Um ca. 23 Uhr schafft er es, unentdeckt zu unserem Treffpunkt zu gelangen. Sicherheitshalber haben wir einen Arzt in unserem Team mit dabei. Er besitzt auch eine Ausbildung als Apotheker. Ja, hallo. Hallo. Also hier sind die Pillen. Ja. Da haben wir eine Mescalin und eine MDMA. Mhm. Genau, das ist Mescalin. Ja. Und hier haben wir die MDMA. Okay, alles klar. Also die Mischung zwischen Mescalin und Amphetamin, das ist also hat nichts mit Medizin zu tun, auch nicht mit Psychologie und Psychiatrie. Das ist Charlatanerie, beziehungsweise das ist lebensgefährlich. Es wurde heute auch offen gesagt, dass die Schweizer zumindest das Ganze über Kassenabrechnung abrechnen können. Wir Deutschen oder die Deutschen haben bar bezahlt, das waren 300 Schweizer Franken, das entspricht ungefähr 300 Euro. Also nicht ganz billig die Veranstaltung, aber in dem Sinne ging es eigentlich darum, fröhlich Drogen zu nehmen. Klingt keineswegs nach Psychotherapie, es klingt nach gefügig machen durch Drogen. Die Pillen aus der Therapiesitzung lassen wir in einem Labor untersuchen, um herauszufinden, ob es sich um Mescalin oder Ecstasy handelt. Parallel stellen wir eine Interviewanfrage an Samuel Wittmer und seine Frau. Wir wollen wissen, ob sie unter medizinischem Vorwand tatsächlich noch immer illegale Drogen verteilen. Die beiden empfangen uns in dem Raum, aus dem unser Undercover-Reporter Tage zuvor die Tabletten herausgeschmuggelt hat. Die Pillen dürfen offiziell nur die zugelassenen Substanzen Ketamin und Ephedrin enthalten, nicht aber die Drogen LSD und MDMA. Welche chemischen Substanzen geben Sie jetzt dem Patienten, wenn Sie das kommen? Das Ketamin und das Ephedrin, diese beiden sind eigentlich die Substanzen, die man heute, es gibt noch andere, aber die zwei genügen uns eigentlich. Also das heißt, jetzt ist das nach Schweizer Gesetz, um das richtig zu verstehen, nicht mehr möglich, dass hier Sie oder Kollegen von Ihnen mit LSD oder MDMA arbeiten dürfen. Nein, nur in einer ganz begrenzten Studie letztendlich mit 10 todkranken Krebspatienten lief da eine Studie. Ja, aber Sie dürften jetzt auch denen, die hier sind, wenn ich jetzt teilnehmen würde an so einem Seminar, könnten Sie sozusagen, weil Sie Arzt sind, LSD oder... Nein, das nicht. Ja, aber Sie, also was Leute manchmal machen, ist, sie nehmen selber mit. Also, wir geben das Ihnen vermuten wir. Die, wir, also haben Sie uns schon gestanden hinterher, also wir geben Ihnen die Dinge, die wir dürfen und dann gibt es immer Leute, die sagen, das ist mehr zu weh, das ist das weniger Gute, diesen Medikamenten traue ich nicht oder so, also das sind halt, da ist letztlich macht jeder, was er will, oder? Aber wir geben nur diese erlaubten Medikamente ab. Das Ehepaar Wittmer behauptet also, dass es bei seinen Therapiesitzungen keine illegalen Drogen verteilt. Es wären die Patienten selbst, die heimlich die gefährlichen Substanzen mitbringen würden. Auch für die dramatischen Ereignisse 2009 in Berlin seien nicht sie verantwortlich, sondern ihr Schüler Dr. Gary R. Also was ist bei Ihrem Schüler Dr. da passiert in der Therapiestunde? Also es wurde ja dann gesagt, so in den Gerichtsverfahren kam den Tag, dass er offenbar selber auch Substanzen eingenommen hatte und währenddem er das abgewogen hat,
war er unter Substanzen. Und das ist natürlich fahrlässig. Das versuchte man dann mir anzukreiden, weil ja jeder Lastwagenfahrer, der ein Kind überfährt, geht man auch zum Fahrlehrer und sagt, was hast du denn schlecht ausgebildet, oder? Hat man dann selber so ein schlechtes Gefühl? Oder? Ja, es ist halt bitter, oder? Das ist ein Fall und der war wirklich sehr unprofessionell und tragisch. Aber ich meine, jedem Chirurgen stirbt, oder nicht jedem, aber es gibt Kunstfehler bei Chirurgen, es gibt Kunstfehler bei anderen Ärzten. Also man nimmt keine Versagen. Drogen, wenn man Drogen abwägt. Also das war total unprofessionell. Die Wiedmers wollen ihre Therapiemethoden nicht anzweifeln und schieben die Verantwortung auf ihren Schüler. Aber kann sich so ein Fall wirklich nicht wiederholen? Samuel Wiedmer weist uns sogar selbst darauf hin, dass die Gefahr seiner Methoden nicht gebannt ist. Da haben wir ja inzwischen, ich weiß nicht, 400 Leute vielleicht ausgebildet oder noch mehr. Und was die dann natürlich machen, die... Einige davon arbeiten natürlich mit dem. Und das läuft alles im Untergrund. Noch viel mehr läuft im Untergrund. Und ja, das treibt halt dann vielleicht auch die eine oder andere weniger schöne Blüte. Was läuft noch alles im Untergrund unter dem Gütesiegel einer angeblich alternativen Therapie? Unser Labor hat sich gemeldet. Die Befunde zu den Pillen, die unser Undercover-Mitarbeiter aus der Therapiesitzung herausgeschmuggelt hat, liegen vor. Das Ergebnis ist eindeutig. Eine der Pillen enthält Ecstasy, in der anderen wird Mescalin nachgewiesen. Damit steht fest, bei therapeutischen Sitzungen im Haus der Wiedmers werden noch immer harte, verbotene Drogen verabreicht. Also wenn ich diese Pillen, Amphetamin und Mescalin, jeweils zwei Kapseln einem Patienten geben würde, und verabreichen würde, dann würde ich sofort meine Approbation verlieren, wenn das bekannt wird. Wieso bleiben die Machenschaften des Schweizer Arztes jahrelang ohne Konsequenzen? Und wie groß ist die Gefahr für uns alle, nichts ahnend an einen dieser Drogentherapeuten überwiesen zu werden? Wir treffen in München Hauptkommissar Harry Breuer. Er verfolgt Straftäter aus der pseudo-esoterischen Szene. Wir zeigen ihm unsere Rechercheergebnisse. Was wissen Sie über diesen Fall in der Schweiz? Sehr bedenklich. Da wir bis dato aber nur Informationen haben, dass die in der Schweiz tätig sind, wissen wir, dass ein Samuel Wiedmer der Gründer und Leiter ist, der, sage ich mal, mit zweifelhaften Methoden zu arbeiten scheint. Wir haben mit einer Frau gesprochen, die 8 Jahre in Fängen von Herrn Wiedmer war, die heute die Hände über den Kopf schlägt über das, was ihr widerfahren ist. Warum werden solche Menschen nicht irgendwie rechtlich geschützt, wenn ihnen sowas widerfährt? Wenn Sie jetzt nur mal aus staatlicher Sicht das beleuchten und es würde hier in Deutschland das stattfinden und wir würden genau zu diesem Zeitpunkt hier intervenieren aus polizeilicher Sicht, dann könnten wir zwar Drogen sicherstellen, aber die Leute nur bedingt davon überzeugen, davon die Finger zu lassen. Es würde jemand aus angeblich therapeutischen Gründen, LSD, Mescalin, Ecstasy und andere Dinge verabreichen, Psilocybin-Pilze, in so einer Sitzung. Wäre dem strafrechtlich beizukommen dann? Selbstverständlich. Das würde einen Anfangstatbestand ergeben, wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und das würde auch sofort entsprechende Aktionen nach sich ziehen. Und dann käme es auch zu einem Verfahren gegen die Verantwortlichen. Wie kann es sein, dass so wenig gegen dubiose und falsche Heiler ermittelt wird? Wie viele Kliniken und Ärzte überweisen noch immer ihre Patienten an Scharlatane? Und wie viele dubiose Schüler des Pseudo-Heilers aus der Schweiz treiben noch immer ihr Unwesen? Manchmal kommen Fälle von falschen Heilern vor Gericht und trotzdem passiert nichts. Denn es ist nicht leicht für Patienten zu beweisen, dass sie in die Fänge eines Scharlatans geraten sind. Einem solchen weiteren Fall sind wir auf der Spur. Wir recherchieren in Gerichtsakten, in denen es um eine Frau geht, die krank ist und sich in die Hände einer dubiosen Heilerin begeben hat. Scharlatane profitieren davon, dass kranke Menschen verzweifelt nach irgendeinem letzten Strohhalm greifen. Um mehr über diesen Fall zu erfahren, reisen wir nach Köln.
Dieser Fall steht stellvertretend für hunderte von Geschichten, in denen Heiler mit angeblich überirdischen Kräften ihre Patienten in Unglück und Verzweiflung führen. In Köln treffen wir eine Frau, die 2,5 Jahre lang von einer Heilerin behandelt wurde, die angeblich mit Hilfe der geistigen Welt praktiziert. Wie so viele andere Opfer auch, schämt sie sich dafür, einer dubiosen Heilerin so lange ihr Vertrauen geschenkt zu haben. Anna Breslau fällt es nicht leicht, ihre Leidensgeschichte zu erzählen. Was hat sich körperlich bei Ihnen verändert? Alles. Also so wie ich heute aussah, sah ich nicht aus, als ich zu dieser Heilerin kam. Die Wirbel fusionieren und dadurch leidet die Beweglichkeit, die Knochen gehen weiter kaputt. Ich kann froh sein, hatte mir ein Arzt gesagt, dass ich nicht im Rollstuhl sitze. Mhm. Mein Körper ist einfach kaputt. Sie sprachen eben davon, dass die Wirbel immer näher aufeinander gerückt sind. Mhm. Seit wie viel Zentimeter haben Sie in all den Jahren verloren bei der Behandlung durch die Heilerin? Ja, also ich war 1,58 immer groß, nicht besonders groß, aber immerhin. Und ich habe 18 Zentimeter an Größe verloren durch diese Fusionierung der Wirbel. Und ich bin jetzt 1,40 groß und ja, das ist hart, aber es ist nun mal so. Glauben Sie, dass die Behandlung der Heilerin dazu beigetragen hat? Ganz sicher, ja. Weil ich habe ja sämtliche Medikamente, die die Entzündungen gestoppt hätte, musste ich ja absetzen, damit sie mich überhaupt behandelt hat. Die Leidensgeschichte der Anna Breslau beginnt Jahre zuvor mit Schmerzen in der Wirbelsäule. Sie hat chronisches Rheuma und besucht deshalb zahlreiche Ärzte. Irgendwann hat sie das Gefühl, dass ihr die Schulmedizin nicht mehr helfen kann. Sie geht zu einer Heilerin. Die verbietet ihr, sich weiterhin von Ärzten behandeln zu lassen. Anna Breslau soll ihre Medikamente zerbröseln und in Wasser auflösen. Sie hat auch gesagt, ich bin Heilerin, ich kann Ihnen helfen. Und als ich erzählte, dass die Ärzte mich einfach entlassen hätten, ohne großes Gespräch, sagte sie, sie könnte sehen, dass es nicht so schlimm ist, wie ich glaube. Beschreiben Sie, was hat sie da gemacht? Hat sie an der Wirbelsäule? An der Wirbelsäule. Sie drückte mich mit dem Knie in den Rücken, sodass ich tatsächlich meine Brustwirbel gespürt habe, also die Rippen. Und dann habe ich auch gesagt, das tut mir zu weh, ich kann das nicht. Und dann sagt sie, sei still, du willst gesund werden. Und so weiter. Was haben Sie dafür bezahlen müssen? Also ich habe mein ganzes Erspartes an diese Frau verloren. Und was mir im Nachhinein erst aufgefallen ist, ist, ich war ja irgendwie wie in einer anderen Realität mit dieser Frau. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ja, das ist natürlich, wenn Sie mit dem Rücken zur Wand stehen und keiner kann Ihnen helfen, keine Ärzte, nichts. Was machen Sie da? Sie greifen den ersten Strohhalm. Inzwischen muss Anna Breslau 3-mal in der Woche zur Dialyse. Ihre Wirbelsäule ist zerstört. Die Nieren haben ihre Funktion fast vollständig eingestellt. Als sie noch in den Händen der Heilerin war, ging es ihr noch schlechter. Die nur noch 1,40 Meter kleine Frau hatte zwischenzeitlich etwa 20 Liter Wasser in den Beinen. Erst da wurde Anna Breslau klar, die Therapie der Heilerin ist lebensgefährlich. Anna Breslau zieht vor Gericht. Doch das Verfahren wird eingestellt. Sie habe sich freiwillig in die Hände der Heilerin begeben. Es handle sich also um eigenverantwortliche Selbstgefährdung. Wenn Leute sagen, dass man sowas Blödes überhaupt nicht machen kann, wie kann man nur so dumm sein, dann sind das immer Leute, die nicht schwer krank sind und die nicht in so einer extremen Situation waren oder gewesen sind. Ich mach dich gesund. An diesen Satz der Heilerin hat sich Anna Breslau in ihrer Verzweiflung geklammert. Was sind das für Methoden, denen Anna Breslau vertraut hat? Um das besser zu verstehen, will ich einen Selbstversuch unternehmen. Dieselbe Frau, die Anna Breslau behandelte, soll sich um mich kümmern, um meine angeblich hartnäckigen Rückenbeschwerden. Ich bekomme tatsächlich einen Termin bei ihr. Heiler dürfen ihren Patienten keine Medikamente verabreichen oder gar ärztliche Anweisungen erteilen. Anna Breslau konnte nie beweisen, dass all dies bei ihr geschehen ist. Ich mache mich auf den Weg. Wie wird es mir ergehen? Ich habe eine versteckte Kamera dabei. Mein erster Eindruck ist positiv. Die Dame macht einen klugen Eindruck.
Sie hört mir zu und vermittelt mir das Gefühl, auf jeden Fall helfen zu können. Ihre Ausstrahlung beeindruckt mich. Ich kann mir gut vorstellen, warum Frau Breslau ihr damals vertraut hat. Zunächst schickt mir die Heilerin einige Energieströme. Dann kümmert sie sich um meinen Rücken und meine Beine. Meine leisen Zweifel an ihren Handgriffen schiebt sie resolut beiseite. Sie selbst scheint völlig von ihren schmerzhaften Therapiemethoden überzeugt zu sein. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie sehr die zarte Anna Breslau unter solchen Übungen gelitten haben mag. Und zum Schluss redet sie Klartext. Ich bitte Sie, die Behandlungsmethode für sich zu behalten. Die hat zur Strafanzeige geführt. Das, was ich mit Ihnen gemacht habe, darf ich offiziell nicht, weil ich keine Osteopathie gelernt habe. Ich habe nichts studiert, ich habe nichts gemacht und trotzdem habe ich das Wissen. Haben Sie auch Medikamente gegeben? Globulis, auch Spritzen gesetzt. Sie können Spritzen setzen? Ja, nie gelernt und dennoch kann ich es. Es ist die geistige Welt, die mir diese Gaben und das Wissen gibt. Es sitzt ja auch jeder Handgriff, den ich an Ihnen durchführe. Und wieso darf man das nicht tun? Das ist unsere Gesetzgebung. Unsere Gesetzgebung kann aber nicht verhindern, dass die selbsternannte Heilerin weiter praktiziert. Meine Behandlung, für die sie sich 2 Stunden Zeit genommen hat, berechnet sie mit 178,50 €. Für spirituelle Lebensberatung. So steht es auf meinem Quittungszettel. Diese selbsternannte Heilerin ist keine Ausnahme. Es gibt Tausende, die so in Deutschland praktizieren. Um dieses Geschäft besser zu verstehen, verabreden wir uns mit einer Frau, die selbst als spirituelle Heilerin gearbeitet hat. Inzwischen hat sie diesen Job aufgegeben und arbeitet als Kellnerin. Sie erzählt uns von ihren Erfahrungen. Einer Tätigkeit, bei der sie fast immer auf Verzweifelte, auf kranke Menschen traf. Es ist das erste Mal, dass Heike Schneider ganz offen über ihre Arbeit als Heilerin spricht. Was haben Sie denn für eine Ausbildung gemacht? Es war einfach eine sehr kurze Ausbildung. Man kann es gar nicht irgendwie als eine längere Sache irgendwie betiteln. Es waren einfach 3 Tage, die ich gelernt habe. 3 Tage? 3 Tage. Ausgereicht. Und wo haben Sie das gelernt? Bei einem Heiler-Ehepaar in Süddeutschland. Was haben Sie dort gelernt und welche praktischen Mittel hat man Ihnen auf den Weg gegeben? Im Prinzip ganz wenig. Also es wird einfach gesagt, es kommt eine göttliche Kraft eben durch deinen Körper, die sich dann in den Händen ausdrückt. Und du bist jetzt kein Anfänger mehr, du kannst das jetzt, du bist gleich irgendwie fähig zu heilen. Fähig zu haben Sie die göttliche Kraft gespürt? Man hat sie natürlich gespürt, ja klar. Und dann haben Sie ein Zertifikat bekommen? Was haben Sie für ein Dokument, dass Sie Heilerin sind? Ja, es werden halt einfach, ich sag jetzt mal, viele Dokumente einfach ausgestellt. Ne? Heike Schneider ist von einem Tag auf den anderen eine Heilerin mit besonderen Kräften. Sie zeigt mir ihre zweifelhafte Urkunde und ihre Website, mit der sie ihre Kunden überzeugen wollte. Irgendeine besondere Fähigkeit, außer den Glauben an sich selbst, besitzt sie nicht. Was würden Sie jetzt mit mir machen, wenn ich sagen würde, ich hätte latente Nackenschmerzen? Was würden Sie denn machen mit mir jetzt? Na, ich würde doch mal sagen, legen Sie sich hin, nicht. Lass mal ein bisschen Energie fließen. Wie würden Sie das dann machen mit der Energie? Es wird dann einfach immer geschaut, wo der Mensch selbst irgendwie die Sachen ausgelöst haben könnte. Mhm. Und das ist natürlich auch mal ziemlich gefährlich. Also einfach dann zu sagen, du bist irgendwie selbst an deinem Schicksal jetzt. Aber so wurde uns das einfach auch eingetrichtert. Wie sind Sie dann zu dem Punkt gekommen, zu sagen, es ist wohl besser, dass ich das lasse? Es war einfach irgendwann bei einer Sitzung, wo ich dann irgendwie Symbole gezeichnet hatte und ich wusste nicht,
ist das jetzt irgendwie ein höheres Geistwesen oder mache ich jetzt diesen Quatsch? Ne? Wenn Ihnen heute was wehtun würde? Ja, ich habe seit 2 Jahren Rückenschmerzen, aber die habe ich nicht weggekriegt. Würden Sie mit Ihren Rückenschmerzen heute zu einer Heilerin gehen? Nö, ich war beim Orthopäden. Hellseher, Weissager, Geistheiler oder andere übersinnliche Lebenshelfer, das Angebot in Deutschland ist überwältigend. Darunter befinden sich auch viele seriöse Anbieter, Heiler, die ihr Handwerk verstehen. Aber wie können Menschen, denen es schlecht geht und die dringend Hilfe benötigen, die Scharlatane unter ihnen erkennen? Zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Esoterik-Szene gehört Sabrina Fox. Sie beschäftigt sich seit Jahren damit, ehrliche von dubiosen Lebenshelfern unterscheiden zu können. Während sie mir einige Entspannungsübungen zeigt, erklärt sie mir, worauf wir alle achten sollten, bevor wir uns einem spirituellen Lebensberater anvertrauen. Die meisten Leute haben ein inneres Warnsystem. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der das nicht hat. Im Nachhinein sagen sie es dann auch immer. Aber sie haben das innere Warnsystem ausgeschaltet, aus Angst, dann vielleicht eben das, was sie wollen, nicht zu kriegen. Was sollte man sich für Fragen stellen? Wenn mir gesagt wird, bei mir wirst du gesund, das ist völlig ausgeschlossen. Oder dein Mann kommt wieder zurück. Oder weiß der Herrgott, was es gibt. Da wird mir etwas versprochen, was niemand von uns wissen kann. Ich hatte so ein Erlebnis. Ich war bei einer selbsternannten Heilerin, die mich dann begrapscht hat und mir auch an die Füße gegangen ist. Und die sagte, sie hat es verstanden. Sie wüsste, wie man heilt. Kein Arzt, keine weitere Medizin, Ausschließlichkeit. Was denken Sie über sowas? Ja, das ist ein typischer Fall. Und im Gegenteil, gute Heiler oder Menschen, die Heilpraktiker sind oder die sich damit beschäftigen, die arbeiten mit dem Arzt zusammen. Also die Frau, die wir getroffen haben, war verzweifelt, klar. War in einem persönlichen Chaos unterwegs und suchte nach dem letzten Strohhalm. Was raten Sie solchen Menschen, sich dann in die Hände einer unbedarften Heilerin begeben? Ich glaube, als Familie oder als Freund ist es wichtig, dass man wirklich dabei bleibt, Kommunikation behalten. Was machst du da? Wie fühlst du dich damit? Wie geht's dir? Also immer wieder nachfragen. Wenn man sagt, du spinnst doch, du bist verrückt geworden und das kann doch nicht sein, dann drängt man damit die Person immer mehr in diese Ecke rein. Was ist die Erkenntnis? Kein Heiler ist allwissend und jeder, der seine Patienten von Ärzten oder Freunden isolieren will, macht sich damit verdächtig. Polizei und Gerichte können nur dann etwas tun, wenn möglichst viele Opfer offen darüber sprechen, was ihnen widerfahren ist. Das führt uns zu einem anderen Fall, einem ganzen Clan von Scharlatanen. Unsere Recherchen führen uns ins Wohnzimmer zehntausender Menschen. Hier liegt das Zielgebiet des wohl größten spirituellen Lebensberaterkonzerns Deutschlands. AstroTV. Dieses Unternehmen deckt so ziemlich jedes dubiose, esoterische Geschäftsfeld ab, das man sich nur vorstellen kann. Hellsehen, Horoskope, Kaffeesatz lesen oder Orakel. Bei der Unternehmensgruppe Advico mit ihrem TV-Sender AstroTV ist für jeden etwas dabei. Hey, wer hat's geschafft? Einen wunderschönen guten Tag. Hallo? Ja, ich mache die Verleitung. Um AstroTV besser zu verstehen, versuche ich in die Live-Sendung zu kommen. Ich rechne mit banalen und profanen Vorhersagen. Ein astrologischer Rundumblick sozusagen, ohne Aussagekraft. Lassen wir uns überraschen. Ja, so geht's rum und so geht's weiter. Immer während eines Gesprächs einmelden, liebe Zuschauer. Und wir haben den nächsten Kandidaten schon hier. Ja, hallo, Alexander. Ich grüße Sie. Sie sind gerade partnerschaftlich so ein bisschen blockiert. Haben Sie eine Partnerin oder einen Partner? Ja, ja, selbstverständlich. Da ist jetzt ein bisschen die Überprüfungssituation zu sehen. Das heißt, Sie sehen gerade mehr die negativen Dinge dieser Partnerschaft. Wenn Sie sagen, nee, das ist alles okay, das kann ich so annehmen, dann ist gut. Wenn aber nicht, dann kann es auch zur Trennung kommen. Das kommt jetzt darauf an, wie sich's entwickelt. Ne? Falls es nicht mehr gut wäre, dann wäre es so, dass Sie sich wahrscheinlich Ende Juni neu verlieben werden. Oder wenn es da bleibt, das Ende bleibt... Ende Juni, sagen Sie? Ja. Alexander? Ja, genau. Muss ich aufpassen. Ja, genau. Aber ich meine, es kann auch sein, dass ich in Ihrer Partnerin neu verlieben. Wenn das gut ist und gut bleibt, dann kann es auch in die Richtung gehen. Das ist nicht das Thema. Ja? Bei Ihnen ist auch ab April dann finanziell wieder ein guter Run zu sehen. Ne? Also Liebe ab April und finanziell wird es bei mir dann besser. So ist es. Dann danke ich für den Anruf.
Alles Gute für Sie, schönen Abend, tschüss. So, ja. Das war's dann also. Ein belangloses Horoskop für 11,50 Euro. Wenn ich für diesen harmlosen Selbstversuch mit falscher Identität schon so viel Geld für noch nicht einmal 60 Sekunden Lebenshilfe zahle, wie viel geben dann wohl Menschen aus, denen die Ratschläge der Astro-TV-Berater etwas bedeuten? Wir treffen die Juristin Anja Gollan. Sie berät Opfer von Scharlatan. Wie viele Menschen fallen auf die Angebote der Firma Advico mit ihrem Zugpferd Astro-TV herein? Wir haben einige Klienten, die sich sozusagen um Kopf und Kragen telefoniert haben. Das heißt, das Anrufverhalten wurde im Laufe der Zeit so rasant gesteigert, dass man zum Teil täglich bei dieser Astroline angerufen hat, in manchen Fällen sogar bis zu 5-mal täglich. Und das kann natürlich teuer werden. Da ist man schnell bei Rechnungssummen in Höhe von 10.000, 20.000, 30.000 Euro. Für mich klingt das nach Abzocke. Wir stoßen auf ein besonders spektakuläres Beispiel. Eine Frau soll bei dem Unternehmen mehrmals täglich Kartenlegerin angerufen haben. So lange, bis sie hochverschuldet war. Viele positive Vorhersagen haben sie süchtig gemacht. Ich möchte mich spirituell selbstständig machen. Das wird was. Wie viele Beratungsdamen, Kartenleserinnen am Telefon haben Sie in all den Jahren möglicherweise verschlissen? In den letzten 2-3 Jahren habe ich praktisch täglich so zwischen 5, so mindestens 5 Beraterinnen und Berater angerufen. Also richtig, richtig abgefahren. Können Sie mir sagen, wie viel Geld Sie in all den Jahren vertelefoniert haben? Also laut Kontoauszügen waren es 94.000. 94.000 Euro. Ein Spielsüchtiger kann sich sperren lassen, wenn er nicht mehr in die Spielbank gehen will. Das habe ich auch getan. Ich habe mich sperren lassen. Im letzten halben Jahr habe ich mich mehrfach sperren lassen. Und dann aber spätestens nach 2 Tagen habe ich wieder gesagt, entsperren Sie mich bitte wieder. Und das ging dann problemlos. Die Live-Sendungen der Astro-TV-Experten gehören fest zum Alltag der Frau, die anonym bleiben möchte. Der Fernseher ist immer eingeschaltet. Täglich will sie von den Advico-Beraterinnen wissen, ob sie eine Chance hat, mit dem Mann ihres Herzens zusammenzukommen. Der Herr ist verstorben und die Damen haben mir noch, da war er bereits tot, ich wusste das noch nicht, haben mir noch immer gesagt, wir seien füreinander bestimmt, wir würden zusammenkommen. Man hat die Illusion aufrechterhalten, was ist da genau passiert? Ich meine, wie können Leute, die behaupten, hellsichtig zu sein, mir 2 Tage, nachdem er schon verstorben ist, zu sagen, wir würden gute Gespräche führen, wir würden sogar eine Partnerschaft gehen. Also die können doch gar nicht hellsichtig sein, wenn die nicht sehen, dass er gestorben ist, ja? Sie sind eine reflektierte, eine gebildete Frau, ja, die mitten im Leben, im Berufsleben stand. Wie konnten Sie auf den Blödsinn reinfallen? Ich denke halt, dass das mit diesem Defizit im mentalen Bereich schon zu tun gehabt hat, ja, dass ich da reingeschlittert bin. Hat das was auch mit Einsamkeit zu tun? Vermutlich, ja. Wie ist es, wenn Sie jetzt da hingucken? Da sehen Sie mal, wie wichtig die Karten und wie richtig die Karten sind. Das wird eine sehr gute Partnerschaft werden, da kannst du dich freuen, ja? Ja, das ist doch irgendwie Farce. Hat jetzt 10 Sekunden gehabt in dem Gespräch. Ich finde es eine Farce, was da abläuft. Der Frau ist es gelungen, durch Gerichtsvergleich zumindest 17.900 Euro von ihren 94.000 zurückzubekommen. Aus Scham wollte sie den öffentlichen Prozess nicht weiterführen. Die Advico AG hat etwa 50.000 feste Kunden und machte nach eigenen Angaben 2013 einen Umsatz von 85 Millionen Euro. Uns interessieren die Geschäftspraktiken der Firma. In den Jahresberichten des Unternehmens wird als wesentliches Geschäftsrisiko regelmäßig mögliche negative PR angeführt. Advico scheint sich seiner dubiosen Praktiken bewusst zu sein. Wir bitten um ein Interview. Keine Chance. Die Advico-Geschäftsführung ist nicht bereit, sich über ihre Arbeit befragen zu lassen. Um mehr über die Geschäftspolitik von Advico zu erfahren, treffen wir eine Insiderin. Sie möchte unerkannt bleiben und auch ihren Namen haben wir daher geändert. Wir nennen sie Petra Schneider. Bis vor kurzem hat sie noch für das Unternehmen gearbeitet, als Telefonberaterin. Inzwischen ist sie ausgestiegen.
Sie gibt uns einen Einblick in die geheime, zwielichtige Welt der Firma Advico. Frau Schneider, warum wollen Sie nicht erkannt werden? Weil ich einfach glaube, dass ich nach dem Interview euch geschäftlich keinen Fuß mehr fassen würde. Wer würde Ihnen das Geschäft kaputt machen wollen? Die Firma, über die wir gleich reden werden. Was befürchten Sie da? Ich befürchte halt, dass man mich schlecht macht, dass man mich malträtiert, dass man, ja, mich mobben wird öffentlich. Dass man die Öffentlichkeit nutzen wird, um mich schlecht zu machen. Warum war das so ein langer Prozess, sich von dieser Firma zu lösen? In meinen alten Job konnte ich nicht zurück. Niemand hätte mich mehr genommen. Wer will denn bitte eine Mitarbeiterin von Astro TV? Eine Firma, die so einen schlechten Ruf hat, die will doch keiner beschäftigen. Noch nicht mal in der Tankstelle. Die Leute finden keinen Job mehr. Das wissen die genau. Wie wenn Hartz-IV-Empfänger, die Experten. Advico nutzt Fernsehen und Internet täglich 24 Stunden für seine Angebote. Die meisten Telefonberater sitzen allerdings unsichtbar zu Hause. Rund 2000 Lebensberater beschäftigt die Firma. Je länger die Gespräche dauern, desto mehr Geld verdienen die Berater und Advico. Ich fühlte mich wirklich wie eine Prostituierte. Ich bin da nicht mehr rausgekommen. Ich kam da nicht mehr raus. Das Gefühl zu haben, ich bin eine Prostituierte, ich verkaufe. Ja, ich habe mich verkauft. Worin ist das begründet? Ja, zum Beispiel habe ich Dinge gesagt, die ich nicht so meinte. Allein damit die Aussagen besser waren, damit die Leute wieder anrufen. Ich würde Sie jetzt anrufen und Sie wollen mich irgendwie an der Stange halten. Sie wollen, dass ich morgen noch anrufe und übermorgen wieder anrufe. Wie machen Sie das? Wenn ich jemanden anfixen wollen würde, würde ich auch eine sehr schwammige Aussage geben. Ich würde keinesfalls sagen, dass es nicht funktioniert, dass es keine Chance hat, sondern ich würde vielleicht sowas sagen wie, naja, also die nächsten 3 Wochen sehen sehr schwierig aus, aber wenn du mich dann anrufst, dann gucken wir weiter. Wie hoch ist der Suchtfaktor? Sehr hoch. Sehr hoch. Das heißt, der Kunde wird zum Junkie gemacht, er wird abhängig gemacht? Der Kunde wird abhängig gemacht, genauso wie der Experte abhängig gemacht wird, ja. Was ist das für ein Unternehmen da oben drüber? Wer ist das? Das sind Wirtschaftsleute. Das ist eine Aktiengesellschaft. Und der Originalton ist tatsächlich, uns interessiert die Esoteriker einen Scheißdreck. Advico können wir zu den Vorwürfen nicht befragen. Sie lehnen alle Interviewanfragen ab. Ich mache einen letzten Test. Über das Internetportal der Firma wähle ich eine der Beraterinnen aus. Hallo, ich bin Nibeliana. Ich bin Hellseherin in der 4. Generation und arbeite mit dem Kaffeesatz und dem Zigeuner-Orakel. Das Zigeuner-Orakel will eine Zahl von mir und den Vornamen meiner Partnerin. Ich denke mir was aus. Sag nochmal den Vornamen deiner Partnerin? Meine Partnerin heißt Paula. Gut, dann schauen wir mal. Einen Moment bitte. Diese Frau ist unehrlich und sie ist vom Schicksal her nicht als dauerhafte und bleibende Lebenspartnerin für dich bestimmt. Sprich, du kannst mit dieser Frau ein Stück des Weges gehen, auf lange Sicht aber nicht. Das ist aber hart jetzt für mich, jetzt bin ich aber schwer geschockt. Ich sehe das nicht als Liebe und wie gesagt, dafür, dass ihr ein Paar seid, liegt ihr überhaupt nicht als Paar, ihr liegt weit auseinander. Und die Distanz habe ich dir gerade erklärt, räumlich, aber auch emotional. Das war nicht so gut. Ja, warum? Was willst du denn da wissen? Ja, ich muss das erstmal verarbeiten. Ja, das mach man. Ja, tschüss. Ja, ciao. Wenigstens lacht die Beraterin über ihren eigenen Unsinn, auch wenn er nur bedingt komisch ist. 11,95 Euro hat mich der Spaß gekostet. Am Ende unserer Recherchen steht für mich fest: Jeder kann zum Opfer von Scharlatan werden. Vor allem dann, wenn man verzweifelt ist und dringend Hilfe benötigt. Dann braucht man Freunde und Ärzte, die einen ernst nehmen und Zeit haben. Aber sicher nicht Scharlatane und falsche Heiler.